Klaus-Rainer Jackisch, die Inflationsrate im Euroraum, die ist auf einem Rekordhoch. Das wurde heute von der Europäischen Statistikbehörde bestätigt. Lässt sich schon abschätzen, wie die weitere Entwicklung aussehen wird? Ja, alles deutet darauf hin, dass die Inflation in den nächsten Monaten weiter deutlich steigen wird, insbesondere in Deutschland. Das hat heute auch die Europäische Zentralbank deutlich gemacht. Isabel Schnabel, Direktoriumsmitglied, hat gesagt, dass der Preisdruck unvermindert anhält und dass Deutschland hier besonders betroffen ist. Das liegt natürlich vor allen Dingen an den gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen. Und diese Entwicklung könnte eben dazu führen, dass insbesondere in Deutschland die Rate auch zweistellig, also über 10% in den nächsten Monaten ausfallen könnte. Im Euroraum ist in der Tat jetzt der Rekordwert von 8,9% bestätigt worden. Das hat die Statistische Behörde in Brüssel bekannt gegeben. Besonders hoch ist der Wert in Estland mit über 20% schon seit Monaten. In Deutschland beträgt er nach der europäischen Berechnungsweise 8,5%. Nach der deutschen ist er 1 Prozentpunkt tiefer. Und in Frankreich ist sie im Euroraum am niedrigsten mit 6,8%. Das liegt daran, dass Frankreich sehr große und starke Maßnahmen ergriffen hat, um die Inflation einzudämmen. Kurzer Blick auf den gesamten deutschen Aktienmarkt. Der reagiert heute nicht darauf. Das Börsenbarometer bei 13.771 Punkten, 144 mehr als gestern. Die Stimmung also wieder besser. Klaus-Rainer Jackisch aus der Börse in Frankfurt, vielen Dank.